Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Typewriter. Helvetica. Oh, die Schriftart habe ich auch schon mal gehört. Also dann. Oh, boah, rote Farbe. Oh, wir sind mal weiß. Das ist ein Farbe im Spiel hier, endlich mal. Oh, Mami. Boing, boing. Nein. Ah. Oh. Ja, gut, das hätte ich mir ja auch irgendwie denken können. Oh, ich fällt hier runter. Hopp, hopp. Nee. Hopp, hopp. Ah. Hopp, hopp, hopp. Nee. Hopp, 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 hopp. Na. Ah. Hopp, hopp. Mist. Verdammte Kacke. Hopp, hopp. Mami. Die Werbung. Dem, dem, dem. Und hierbei eine kleine Werbeunterbrechung. Helvetica, the face all print men are talking about. Werbung für Helvetica. Helvetica, the face all print men are talking about. Are you? Von 1966. Die Werbung. In den 1960er Jahren boomte die Industrie und mit ihr die Konsumgesellschaft. Wirtschafts- und Bevölkerung wuchsen rasant an und der ökonomische Kontext begünstigte die Vollbeschäftigung. Die Kaufkraft stieg und die meisten Haushalte konnten sich nach und nach Elektrogeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Fernseher leisten. Mit dem Lebensstandard stieg auch die Lebenserwartung und die Menschen konnten immer mehr Zeit und Geld in Freizeitbeschäftigung investieren. Diese Entwicklung machten die 1960er Jahre zum goldenen Zeitalter der Werbung. Die Werbebudgets der Firmen stiegen sprunghaft an und durch die Modernisierung der Drucktechniken und der Medien konnten die Reklame leicht verbreitet werden. In Frankreich wurden 1951 die ersten TV-Werbespots ausgestrahlt und zwar in Reportagen, Interviews und kurzen Sketchen. Die Themen behandelten, die dem Allgemeinwohl dienen sollten. Zugleich förderten sie bestimmte Wirtschaftssektoren und warben für französische Produkte. Später wurden manche Sendungen von verschiedenen Marken gesponsert und strahlten im Gegenzug explizite Werbebotschaften für diese aus. Genehmigt wurde die Markenwerbung im ersten Programm der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ORTF erst am 1. Oktober 1968. Im zweiten Programm ist sie offiziell seit 1971 zulässig und im dritten seit 1983. Na, zum Glück, neues Haus Groetzk. Hui! Das sieht schön aus. Uah. Nein! Abwärts! Ach man, ich halte den Buchstaben nicht. Den. Nein. Juhu! Yeah. Helvetica. Haschsäge-Schriftgießerei. Werbebroschüre für Helvetica 1960. Helvetica. In den 1950er Jahren entstand in der Typografie eine neue Gestaltungsrichtung, der Schweizer Stil, benannt nach der Herkunft seiner Begründer, war ursprünglich eine vom Bauhaus inspirierte moderne Architekturströmung, dehnte sich dann jedoch auch auf andere Bereiche wie Typografie und Grafik aus. Seine Anhänger, darunter Armin Hoffmann, Max Miedinger und Adrian Feutiger, schätzten sie wie andere Grotesk-Schriftarten für ihre Schlichtheit, gute Lesbarkeit und Neutralität. 1957 erhielt der Schweizer Grafiker und Typograf Max Miedinger von der Haschsen Schriftgießerei den Auftrag zum Entwurf einer neuen, serifenlosen Schriftart. Seine Kreation stützte sich auf die Akzidenz Grotesk, eine der ersten serifenlosen Schriftarten, die 1896 von der Schriftgießerei H. Berthold AG in Berlin herausgegeben worden war. Ursprünglich trug die neue Schrift den Namen Neue Haas Grotesk, doch 1960 wurde sie aus Marketinggründen in Helvetica umbenannt. Nach dem lateinischen Namen der Schweiz
Confederatio Helvetica. Sie ist das Wahrzeichen der Schweizer Typografie, kann durch ihre neutrale Form äußerst vielfältig eingesetzt werden und gehört bis heute zu den meistgenutzten Schriftarten der Welt. Adrian Frutiger, ebenfalls ein Schweizer, entwarf in Zusammenarbeit mit der Firma Linotype zahlreiche hochwertige Schriften, darunter die Universe 1954, die ihn weltberühmt machte. Auf Grundlage der Universe entstanden weitere Schriftarten wie die Metro für das Pariser U-Bahn-Netz oder die Frutiger 1975, die für die Beschilderung des Pariser Flughafens François-Charles de Gaulle bestimmt war und bis heute für die Schilder auf französischen Autobahnen benutzt wird. Und ab mit dir, ab. Oh nein, nein, nein. Ach man. Juhu. Na toll. Juhu. Muss ich auf dem Ding hier reiten? Ab. Ja, wohl eher nicht. Wow. Hopp. Ja, wow. Wow. Nein. Na und tschüss. Ach Mann. Falsche Richtung. Oh Gott, 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 oh Gott. Yeah. Geschafft. Oh, das sieht jetzt aber mal echt cool aus. Damn. Also, ich hab gedacht, das wäre jetzt ein 3D-Level mal ausnahmsweise. Der Fotosatz. Lumityp 500 Werbung, Debony und Pignot 1960. Der Fotosatz. Nach dem Zweiten Weltkrieg traten im Bereich des Drucksatzes zunehmend fotografische Techniken an die Stelle der Bleilettern. Zunächst wurden die Linotype und Monotype Setzmaschinen angepasst, indem man die Matrizen zum Gießen der Bleilettern durch Fotoschablonen ersetzte. An die Stelle der traditionellen beweglichen Lettern trat eine schwarze Scheibe mit winzigen Fenstern, die in konzentrischen Kreisen angeordnet waren. Jedes dieser Fenster entsprach einem Zeichen. Durch einen Lichtstrahl auf das Fenster des gewünschten Buchstaben wurde ein Film belichtet. So produzierte die Fotosetzmaschine beispielsweise vom Typ Lumityp einen Film, der anschließend gedruckt wurde. Eine zweite Generation von Lichtsetzmaschinen arbeitete mit elektronischen Verfahren wie Kathodenstrahlröhren und Laserstrahlen. Cool. Infolge dieser bedeutenden technischen Entwicklung mussten die alten Schriften neu gestaltet werden. Die Texte wurden über eine Tastatur eingegeben und von einem Steuergerät, das auch den Abstand zwischen den Zeichen festlegte, automatisch eingesetzt. Durch dieses System konnte das Druckverfahren schneller und kostengünstiger gestaltet werden. Es verdrängte rasch die alten Linotype- und Monotype-Maschinen und blieb bis in die 1980er in Gebrauch, bis es nach und nach durch computergesteuerte Setz- und Druckverfahren ersetzt wurde. So, wo... Ah. Ah, okay, ich muss das Ding da jetzt runterbuxieren. Na komm. Toll. Okay. Geht ja mal aus. Nö. Yes. So schnell geht das. Bam, 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 bam. Oh.
So, hoppala. Oh oh. Ups, zu schnell. Und schon. Wow. Nein. Ja, komm. So ein kleiner Kackball hindert mich jetzt dran, vorbeizukommen. Ernsthaft? Manometer. Guck mal, der kleine Kackball ist schwerer als zwei Riesenbälle. Ja, toll. Ja. Ja. Beweg dich. Baby. So, und ab. Hier. Hui! Ja, toll. Das war in die falsche Richtung. Schau zu. Komm, jetzt ernsthaft. Was? Ey, die ganze Zeit bin ich in dem Scheißding drin und dann auf einmal nicht mehr. Super. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr.
Manometer. Jetzt komm doch hoch, du Mistkugel. Und hier. Scheiß auf den Buchstaben. Und tschüss. Und tschüss. Die Transferschriften auf jeden Fall. Lesen wir jetzt erstmal. So. Verwendung von Letraset 1970 bis 1980. Die Transferschriften. Transferschriften sind Schriften unterschiedlichen Formats, die auf Bögen gedruckt sind und durch Rubbeln auf einen beliebigen Untergrund übertragen werden können. Diese Bögen sind transparent, so dass der gewünschte Buchstabe leicht positioniert und an der gewünschten Stelle angebracht werden kann. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Buchstaben zu wahren. Das Verfahren wird meist für typografische Zeichen verwendet, es können jedoch auch dekorative Motive, Bilder oder Raster übertragen werden. Die Firmen, die diese Aufreibeschriften anbieten, wie Letraset und Mecanorma, hatten neben klassischen und modernen Schriftarten auch neue, selbstentworfene Schriften im Angebot. In den 1970er und 1980er Jahren, als sich der Offsetdruck verbreitete, neue kreative Freiheiten eröffnete, stand den Grafikern und Druckern auf den Fotosetzmaschinen nur eine begrenzte Auswahl an Schriftarten zur Verfügung. Die Transferschriftarten lösen dieses Problem durch ihre relativ einfache Anwendung und die Vielzahl an Schriften und boten fast unbegrenzte gestalterische Möglichkeiten. Mit der Entwicklung des Computers und des Desktop-Publishings verschwanden die Transferschriften aus der Druckindustrie. Es gibt sie heute noch, aber sie werden nur noch im privaten Bereich zu dekorativen Zwecken verwendet. Und tschüss. Das ist und. Mal gucken, ob ich da wenigstens reinkomme. Hopp. Oh. Fast. Ja, fast. Nein. Wuhu. Oh, das war jetzt perfekt für das und, aber leider nicht da, wo ich hin wollte. Nein. Ach, verdammt. War zu weit. Wow, what an effect. Oh, ich komme in die Hippie-Zeit. Woo! Oi, was für ein LSD-Trip. Ey. Hä? Ich komme nicht nach rechts. Oh Gott, das ist versetzt.
Oh mein Gott. Jetzt muss ich nach links steuern, wenn ich nach rechts schwimmen will. Oh shit. Das ist ein richtiger Trip. Wuhu. Treff ich? Free Press. Poster für das Octis Rush and His Chicago Blues Band Konzert San Francisco 1967. Free Press. In den 1960er und 1970er Jahren führten die Protestbewegungen gegen Krieg und Konsumgesellschaft zu einer erneuten Umwälzung der typografischen Konventionen. Protestschriften wie die Helvetica wurden als Symbole für Konformismus und Einheitsdenken der westlichen Gesellschaft abgelehnt. Die Einführung der Transferschriften verschaffte einem breiteren Publikum Zugang zu qualitativ hochwertigen Drucktechniken und insbesondere in den USA mehrten sich unabhängige Publikationen. Diese Publikationen werden, obwohl sie nicht illegal waren, als Underground Press oder Free Press bezeichnet. Sie stammten oft von Amateuren, waren am Rande der Gesellschaft angesiedelt und spiegelten die Anliegen einer Jugend wider, die von der Hippie-Bewegung und von politischen Strömungen wie der Bürgerrechtsbewegung, den Vietnamkriegsgegnern, dem Feminismus oder der homosexuellen Bewegung beeinflusst war. 1966 schlossen sich viele Mitglieder der Free Press-Bewegung und Underground Press Syndicate zusammen, das bis 1973 bestand. Es bot ein Netzwerk zum Austausch von Inhalten, das es den Zeitungen und Zeitschriften ermöglichte, die von anderen Mitgliedern publizierten Inhalte frei zu verwenden. Zu den bekanntesten Vertretern der Bewegung gehörten die New Yorker Wochenzeitung The Village Voice und die Los Angeles Free Press. Free. Oh Gott, das schickt. Aber nur so leicht, nur so leicht. Wie auf so einem Hippie-Trip, so richtig. Nein! Nein! Nach. Hopp. Hopp, hopp. Oh, wow, wow. Welcome. Hä? Behindert? Was ist denn das? Sobald ich auf so einem Ding bin, muss ich wieder normal steuern. Bescheuert. Ach ja. Da la 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 la. Das nehmen wir einmal mit, die Formenklassifikation nach Fox. Ne, dann geht's nicht von selber auf. Blättern, 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 hier. Illustration der Formenklassifikation der Schriftarten nach Fox A-Typ. 1952, erstellt von J.F. Porches, 1999. Die Formenklassifikation nach Fox. Die Fox-Klassifikation wurde 1952 von Maximilian Fox erstellt und sah ursprünglich die Einteilung der Schriften in 10 Familien von vor. Später wurden deren Anzahl auf 9 reduziert. Das System wurde 1962 von der Association Typographic International A-Tuple übernommen und ist bis heute im Gebrauch. Es teilt die Schriftarten aufgrund bestimmter Kriterien wie Grund- und Haarstriche, Form oder Serifen und Neigungsachse in Kategorien ein, die oft auch bestimmten Epochen entsprechen. In Deutschland erfolgt die Klassifizierung der Druckschriften nach der Norm DIN 16518. Die entsprechenden Bezeichnungen sind in Klammern angegeben. Die Humanes, venezianische Renaissance Antica, sind die ersten lateinischen romanischen inspirierten Schriftarten, die im 15. Jahrhundert von venezianischen Druckern entworfen wurden. Die abgerundeten Buchstaben, die sich an die Werke der damaligen Humanisten anlehnten, haben kurze, breite Serifen und einen geringen Kontrast zwischen Grund- und Haarstrichen. Die Giraldes, französische Renaissance Antiqua, benannte man nach dem Anfangssilben der Namen ihrer Erfinder, Claude Garamond und Aldo Manuzio. Die Giraldes sind leichter lesbar als die Humanes und weisen oft einen größeren Kontrast zwischen Grund- und Haarstrichen auf. Die Reales, Barock Antiqua mit der berühmten Schriftart Roman du Roy, die von Ludwig dem 14. Bei der Pariser Akademie der Wissenschaften in Auftrag gegeben wurde, sind typisch für die klassische Periode. Sie bilden den Übergang zu modernen Schriftarten. Der Kontrast zwischen Grund- und Haarstrichen ist bei ihnen noch stärker ausgeprägt und die Verteilung der Grundstriche folgt einer senkrechten Achse. Die genannten Kategorien gehören zur Familie des klassischen Schriftarten. Die Didones Classicistes Antiqua entsprechen dem Didot in der Klassifizierung nach Thibaudeau.
Ihr Name setzt sich aus den Bezeichnungen der Schriftarten Didot und Bodoni zusammen. Diese Schriften sind nach ihrer senkrechten Ausrichtung, ihren feinen Serifen und dem ausgesprochen großen Kontrast zwischen Grund- und Haarstrichen erkennbar. Die Klasse der Mekanes ist Slab Serif, die den Ägyptienes in der Tabuteur-Klassifizierung entsprechen, umfasst Schriften mit dreieckigen Serifen und geringem Kontrast zwischen Grund- und Haarstrichen, wie sie in England Anfang des 19. Jahrhunderts gebräuchlich waren. Während der Gruppe der Lineales Sans Serif nach Dien oder Antiques nach Thibodeau des serifenlosen Schriften umfasst. Diese drei Gruppen bilden die Familie der modernen Schriftarten. Die Schriftarten, die sich an Handschriften anlehnen, sind in vier Klassen unten eingeteilt. Die Incises, antike Varianten, die Scriptes, geschriebene Antike, die Manueres, handschriftliche Antike und die Fraktures, Frakturschriften, die gotische Buchstaben verwenden. Nein. Mitnehmen. Und boink. So. Und das war Helvetica. Ja, das war Helvetica. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tab Rider. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein.